Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's mal wieder um den Umbau. Ich bereite mich so langsam darauf vor, dass es bei mir auch wieder losgeht. Und dafür werde ich heute diese wunderbare IJP umrüsten, umbauen. Jawohl, also ein paar Sachen haben wir schon erledigt. Will ich euch später noch zeigen. Da ist schon das erste Rad aufgespannt. Ich montiere jetzt erstmal die Reifen runter. Dort sind die neuen Reifen, dort ist das neue Mousse. Und ich würde sagen, es kann losgehen. Ja, das ganze Haus ist voller Fahrzeuge. Also das heißt, ich drücke jetzt hier erstmal den Reifen ab von der Felge. Und dann werde ich das ganze Fahrzeug einfach umrüsten auf Mousse. Deswegen habe ich Michelin Mousse bestellt. Das ist in meinen Augen einfach das beste Mousse, was man verwenden kann. Und ich habe einfach die Schnauze voll vom Reifenflicken. Also von daher ist alles gut. Wir haben ja auch schon mal ein Video darüber gemacht. Deswegen müssen wir hier nicht mehr ganz ins Detail gehen. Ich hole mir natürlich nachher noch die Alex als Verstärkung, weil die ist ja bekanntlicherweise mittlerweile Mousse-Montage-Expertin. Ne? Also hier ist die Rabaconda ausgepackt. Die kommt jetzt zum Einsatz. Freut mich natürlich ganz besonders. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn wir dann unterwegs sind, müssen wir dieses schwere Geschütz hier mitnehmen, dass man halt auch mal vor Ort einen Reifen wechseln kann. Andernfalls hast du ja keine Chance, irgendwie das zu machen. Also das Gerät lässt sich aber wirklich schön klein verpacken. So, dann drücken wir mal hier weiter ab. Ich fange mal mit dem Vorderrad an, weil das ist eigentlich immer so die einfachere Variante. Was hast du gesagt? Ich habe dich gerade nicht, akustisch nicht verstanden. Leute, ich bin am Schneiden und der unterbricht mich hier andauernd. Andauernd? Naja, gut. Du willst ja auch irgendwann mal fahren, ne? Ich will auch irgendwann mal Feierabend machen, genau. Und dann fahren. Ja, und wir haben jetzt so ein paar Videos zu schneiden und zu drehen und dann fahren wir wieder. Erklär den Leuten, was du hier machst. Ich habe jetzt angefangen mit der Rabaconda hier abzumontieren, weil die ganze Bude voller Motorräder steht und deswegen habe ich mir gedacht, schmeiße ich jetzt erstmal nicht die Montiermaschine an und montiere es jetzt erstmal händisch. Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine AJP PR7 zu holen, der sollte einfach vielleicht dran denken, sich direkt ein paar Schläuche zu besorgen, die etwas dicker sind. Das ist so Erstausrüsterqualität. Das ist natürlich hauchdünn und hat in dem Fall mal direkt einen Platten, wenn man nicht aufpasst. Felgenband fliegt auch raus. Hier dichten wir wieder die Speichen ab. Das ist der Reifenhalter. Den benutzen wir auch wieder. Und hier kommt jetzt wieder unser liebes Panzertape zum Einsatz. Gute Panzertape von Tesa. Das kleben wir jetzt hier zu, damit wir nachher ein bisschen Luft drauf bekommen. Und wenn alles in Form sitzt, dass wir dann einmal Luft drauf geben können, dass der Reifen in den Hump reinspringt. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal das so genau erklärt haben. Ein Mousse bedeutet ja, dass es von der Konsistenz wie ein aufgepusteter Schlauch zu behandeln ist. Und das ist so die nächste Challenge. Wir waren bei der ersten Montage beim letzten Mal wirklich so ein bisschen, das war Neuland, ne, für uns. Und da haben wir halt den Fehler gemacht, dass wir das nicht gut vorbereitet haben. Und zum Schluss mussten wir dann nochmal alles runtermontieren, was natürlich mega ärgerlich war. Jetzt kennen wir uns aus und machen es einmal ordentlich und dann passt das. We'll be right back.
ich das schön an und jetzt sieht man schon, dass die Speichennippel alle abgedeckt sind, sodass wir quasi die Luft da ordentlich drauf kriegen. Ja, also da muss man jetzt nicht hier sich verkünsteln, aber dennoch sollte man es ordentlich vorbereiten. Wie gesagt, das letzte Mal war das nicht so gut, dass wir das einfach ohne gemacht haben. Ne? Und ja, eigentlich auch ein Zufall, dass das alles trotzdem funktioniert hat. Das ist der Reifenhalter. Den setze ich hier schon mal rein. Das passt. Und jetzt nehme ich einfach einen alten Schlauch und schneide hier das Ventil aus. Das legen wir dann nachher rein, um die Luft drauf zu geben. Deswegen ist es auch irritierend, wenn man Mousse fährt und dann Ventile zu sehen sind, liegt das nur daran, dass man das halt einmal mit Luft befüllt, dass das reinploppt. Da haben wir unsere Vaseline, da haben wir ein paar Aufkleber und das Wichtigste, das Mousse. Das sollte auch nicht zu alt sein. Es soll, wenn, dann kühl und trocken gelagert werden. Und jetzt wird das alles mal einmassiert hier mit dieser Vaseline und dann in den Reifen rein. Not for highway use, ne, übrigens. Ich würde sagen, es ist vollbracht. Ne? Jetzt geben wir noch ein bisschen Luft drauf, dass er komplett reinschlupft, der Kamerad. Wir stellen wieder fest, schwarze Felgen ist echt eine Challenge. Ne? Also du machst immer einen Kratzer rein bei der Mousse-Montage. Es sei denn, man hat es vielleicht 400 Millionen Mal gemacht, dann geht's. Du musst einen schwarzen Nagellack drüber geben. Ach Gott, ja. Es ist kein Custom-Bike. Ne? Hier können wir sehen, dass der Reifen bis hier sitzt. Hier ist er reingerutscht, hier immer noch. Und da kommt er wieder raus. Also, geben wir jetzt Luft drauf. Und das war's, glaube ich, schon. Ja, das sieht gut aus, ja. Hier sieht auch alles gut aus. Ja, fresh, würde ich mal sagen, ne? Boah. Geil. Michelin Enduro Medium vorne und Michelin Desert Race hinten. Ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt performt. Des Weiteren habe ich diesem Fahrzeug noch, wie soll es auch anders sein, wunderbare Cross Country ADV Rasten spendiert. Meines Erachtens die beste Raste, die man kriegen kann, weil es einfach ist, als ob du mit beiden Füßen auf dem Boden stehst. Also es ist sensationell. Also anders kann ich es gar nicht beschreiben. Und bestellt in 2 Tagen hier, ja, also von Ungarn. In 2 Tagen hier. Das Ganze kommt dann in einem wunderschönen Karton. Ich habe den mal aufgehoben. Dann kann ich euch das mal zeigen, dass man nochmal den Unterschied hat. Ja? Und ich habe die Rasten jetzt hier mal reingelegt, die alten Rasten. Und da kann man eigentlich am schönsten sehen, was das für ein Größenunterschied ist. Also es ist wirklich Wahnsinn. Diese Rasten sind gar nicht schlecht. Wenn man so im Schlamm fährt, dann fällt der Schlamm unten raus. Das ist gut. Das haben wir nämlich bei der GCC jetzt mal gehabt, dass sich dann doch der Dreck gesammelt hat. Aber im Großen und Ganzen bieten die Teilchen hier so viel Grip, unfassbar viel Grip. Das ist wirklich, also das ist ein Muss. Bei jedem Fahrzeug haben wir die jetzt dran. Ne? Und was ich noch bestellen werde, das ist aber jetzt gar nichts Großes mehr. Ein Cover links für den Zündungsdeckel und ein Cover rechts für den Kupplungsdeckel, weil man dann doch auf der sicheren Seite ist, sollte man mal umkippen und da ein Stein ist, dass man hier das Ganze saved.
Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Video erklärt habe. Wir haben den Controller von der Tenere adaptiert. Den haben wir jetzt hier hingebaut. Der Controller ist connected mit dem Tablet. Da ist hier das Galaxy Tab 8 montiert. Das Ganze in einem wasserdichten Case. Und hier haben wir auch die DMD2 App, also die man hier nutzt. Und mit diesem Controller kannst du im Prinzip alles bedienen, rein und raus zoomen, alles cool. Ja, wir sind eigentlich einsatzbereit. Softgriffe drauf und Sumo Flexi-Spiegel hier vom Klaus. Danke an dieser Stelle. Also die sind okay, weil ich sag mal so, es hatten sich ein paar, glaube ich, gestört, wieder wegen dem Kennzeichenwinkel. Achtung, hier der Hinweis, wir fahren dieses Motorrad nicht in Deutschland und nicht auf der Straße. Also dieses Motorrad wird nur im Ausland eingesetzt und nur da, wo das und das und das keinen interessiert. Muss man jetzt echt mal so sagen. Auf der Straße, wenn wir auf der Straße fahren, fahren wir konforme Fahrzeuge, wo alles auch passt oder eingetragen ist oder eine ABE vorhanden ist. Ganz, ganz wichtig. Also nicht verwechseln. Wie gesagt, das ist nur für Fahrten, so wie sie jetzt konfiguriert ist, im Ausland. Auch mit der Leistung, die ist jetzt eingetragen mit 27 PS. Nicht, dass da irgendwie auch irgendwo was aufkommt. 27 PS ist ja immerhin schon mal etwas, aber auch hier ist das Ding offen gemappt. Wir machen noch einen DB-Killer, genau, da muss ich noch was bauen, dass er ein bisschen leiser wird. Aktuell ist er recht kernig, also steht der Fantic jetzt nichts nach. Aber so ist sie im Großen und Ganzen schon mal so weit, dass man ganz, ganz bald fahren kann. Beziehungsweise die Alex fährt zuerst wahrscheinlich, oder? Was ja, meinst du? Ja, denke ich mal, ne? Ja? Ja. Okay. Also, ich würde sagen, das war es auch schon wieder für dieses Umbauvideo. Ihr seht, mit diesem Motorrad hast du eigentlich gar keinen Stress. Allerdings bedenke, wo willst du lang fahren, und das macht nachher das Härchen in der Suppe? Ist das Härchen in der Suppe? Ich weiß es nicht. Danke an unsere Kanalmitglieder. Supportet den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaut euch natürlich gerne in der Playlist um. Es sind über 800 Videos auf dem Kanal. Da sollte wohl für jeden was dabei sein. In diesem Sinne, Tschüssikowski, bis Danimanski. Ciao.